Übung heute, Volumen- und Flächenberechnung. Ich hatte es schon angekündigt. Wir müssen uns einfach auf Formel erinnern und dann einfach loslegen. Ich werde jetzt schnell mal einen Körper zeichnen und ihr rechnet dann mal das Volumen des Körpers. Gut, also wir haben es hier mit einem Quader zu tun. Wenn man eine Skizze macht, und das ist das Schöne dabei, kann man sich anhand der Skizze Folgendes klar machen, in 3D am besten. Hier ein bisschen gestrichelt, die verdeckten Körperkanten. Ich habe hier eine Grundfläche, ich habe hier eine Deckfläche. Und da die beide kongruent sind, also gleich, kann ich sagen, na, das ist einfach. Dann ist die Formel für die Volumenberechnung G mal K. Warum G mal K? Weil Grund- und Deckfläche genau gleich sind. Gut, dann loslegen. Es funktioniert so, ich nehme die Formel V ist G mal K, hat man gesagt. Warum? Setze ein, Grundfläche ist, jetzt ganz stur sein. Grundfläche, das sind also 20 Quadratzentimeter, wie gegeben ist. Körperhöhe sind 4 Dezimeter. Spätestens jetzt merke ich, dass ich ein Problem habe, weil es muss irgendwie was mit Kubikeinheit rauskommen. Das heißt Kubikzentimeter, Kubikdezimeter, ganz egal. Jetzt gibt es zwei Wege. Erster Weg ist, ich wandle um in 20 Quadratzentimeter mal 40 Zentimeter, ne, das hier umgewandelt. Und kann dann sagen, 2 mal 4 ist 8. Zwei Nullen gehören hinten dran. Darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein. Quadratzentimeter heißt eigentlich Zentimeter mal Zentimeter und nochmal Zentimeter hinten dran. Und das fassen wir zusammen als Kubikzentimeter. Davon kommt das. Oder ich sage, nee, 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 gefällt mir so nicht. Ich wandle um. Und zwar jetzt die 20 Quadratzentimeter wandle ich um, wenn ich bei Dezimeter bleiben will. Ich habe es extra nochmal so hingeschrieben. 20 Quadratzentimeter, da müssen wir uns aber über was anderes klar werden. Wie viel ist das an Quadratdezimetern? Richtig, V kann ich weiter schreiben als 0,2 Quadratdezimeter mal 4 Dezimeter. Der Rest ist jetzt leicht. Ich sage ganz einfach, 2 mal 4 ist 8, hängen. Ja, was mache ich? 2 mal 4 ist 8. Und nun? Eine Kommastelle, ne? 0,8 Kubikdezimeter. Aber warum? Warum ist das nicht 2, sondern 0,2 Quadratdezimeter? Nochmal schnell zur Erinnerung, für alle, die es nicht wissen. Wenn ich eine Fläche habe aus 10 cm mal 10 cm, dann ist die Fläche aus dieser Seite berechnet 100 Quadratzentimeter. Wenn ich aber dazu sage, das sind 10 cm ist gleich ein Dezimeter, dann ist es ja hier auch so. Und wenn ich die beiden zum Rechnen nehme, dann sage ich 1 mal 1 ist 1 Quadratdezimeter. Mit anderen Worten, hier geht es immer um zwei Stellen. Und wenn ich hier aus 20 zwei Stellen draus machen will, dann habe ich hier, noch ist 20,0, erste Stelle, 2,0, zweite Stelle, also 0,2. Daher kommt das. Gut, das mache ich jetzt mal hier weg, sonst wäre es mathematischer Blödsinn. Und das radiere ich weg, das behalten wir im Hintergrund. Und wir kommen zur nächsten Aufgabe, ich schreibe die schnell mal auf. Hier ist die Aufgabe, wir haben einen Quader. Mit einem Volumen, da ist jetzt das Volumen bekannt, von 1000 Kubikzentimetern und einer Körperhöhe von 4 cm. Jetzt kann man das per Skizze schon ahnen, das wird eine relativ große Grund- und Deckfläche sein und eine scheinbar ziemlich kleine Körperhöhe. Denn wie komme ich sonst auf 1000? Ne? Gesucht ist die Grundfläche. Also hier ist die Grundfläche, beziehungsweise hier unten ist sie auch. Warum kann ich das so sagen? Weil die ja beide gleich sind. Dann kann ich sie auch beide mit G bezeichnen. Eigentlich sagen wir ja, das wäre die Deckfläche. Und hier ist die Grundfläche. Aber da beide gleich sind, darf ich ruhig hier oben ein G hinschreiben. So, Lösung. An sich ist es wieder einfach. Wir gucken uns die Formel an. V ist G mal K. So, ran. Ich mache wieder Pause und schreibe. Klar, hier passiert nichts Besonderes. Wenn ich gleich einsetze für V die 1000 Kubikzentimeter, G weiß ich nicht, schreibe ich G und hier für K die 4 cm, dann muss ich damit G alleine steht durch 4 cm teilen, zack, 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 etwas
Handwerkskunst ist gefordert, das heißt, die 1004 kann ich kürzen und die Kubikzentimeter gegen Zentimeter kann ich auch kürzen, dann bleibt hier oben Quadratzentimeter übrig. Und das ist nun mal eine Flächeneinheit, 250 Quadratzentimeter. Jetzt bastle ich die Aufgabe mal um. Ich schreibe das mal wie folgt, ich mache dafür eine Pause. Jetzt haben wir diese Aufgabe mal ein bisschen angepasst, das ist also eine andere Variante. Ich mache das aber anhand dieser Aufgabe extra, weil dann ein Zusammenhang klarer wird. Das gleiche Ding, der Quader ist gegeben mit dem gleichen Volumen und der gleichen Körperhöhe. Allerdings wissen wir von diesem Ding hier eins, wir wissen die Grundseite, die ist 12,5 cm. Und wie sagen wir zu dieser Seite? H. Denn, wenn wir uns erinnern, die Grundfläche, Fläche, nicht Grundseite, Grundfläche, wird ja in diesem Fall berechnet, weil es, wir haben sonst A gesagt, wir könnten auch AG sagen. Habe ich auch nichts dagegen. Wenn ihr mit Area besser zurande kommt, Area Grund. Also ist in diesem Fall zu berechnen aus Grundseite mal Höhe. Wunderbar gemacht. Genau, wenn wir uns daran erinnern, dass wir ja auch Formeln kombinieren können, können wir Folgendes sagen. Wir können diese Formel aufstellen. V ist gleich und statt G, dieses hier, schreiben wir, ne, ist das gleiche, schreiben wir G mal H. Nichts durch 2, nichts, gar nichts. Und jetzt kommt unser K mal K. Und mit der Formel können wir wieder was anfangen. Jetzt können wir einsetzen und loslegen. Wir haben also die Formeln kombiniert. Moment, hier ist eine Frage. Natürlich könnte man hier eine Klammer drum setzen, aber das brauchen wir in diesem Fall nicht, weil es nur eine pure Multiplikation ist. Wäre hier irgendwie ein Plus oder ein Minus drin, dann wäre die Klammer dringend nötig. Aber wir brauchen die Klammer hier in diesem Fall nicht. Der Übersichtlichkeit halber, wer das mag, kann sie drin lassen. Aber ist unnötig, wirklich. Man kann sie dann wieder weglassen. So, dann los. Wir wären jetzt schlecht beraten, wenn wir jetzt hier durch 12,5 cm teilen würden. Ich schlage vor, in so einem Fall ist der bessere Schritt zusammenfassen. Wir haben es hier mit einer Multiplikation zu tun. Das heißt also 1000 Kubikzentimeter schreibe ich hin. Und die 12,5 mal 4, die kann man nämlich super zusammenfassen. Das ist nämlich 50. Ne? Die beiden Zahlen hier, die beiden Zahlen gleich mal multipliziert, zusammengefasst. Das meine ich mit zusammenfassen, das ist schön. So, und dann habe ich ein Problem weniger. Jetzt kann ich auch die Zentimeter einfach multiplizieren und kann sagen Quadratzentimeter. Und das mal H. Und jetzt wird es leicht, ich teile durch 50 Quadratzentimeter. Und als Profis wissen wir, wir haben hier 1000 Kubikzentimeter stehen, teilen sie durch 50 Quadratzentimeter. Mit den Einheiten werden wir ganz leicht klarkommen, das ist H. Warum kommen wir ganz leicht klar? Hier oben steht Zentimeter mal Zentimeter mal Zentimeter. Hier unten stehen nur Zentimeter mal Zentimeter. Also es muss übrig bleiben in diesem Fall hier oben Zentimeter. Und das ist eine Längeneinheit, die wollen wir haben. Nullen streicht man weg, da macht man kein großes Ding draus. Jetzt steht hier 100 durch 5. Und jetzt müssen wir auch nicht weiter rumkürzen, denn das kann man auch als Aufgabe auffassen. 100 durch 5 ist 20. Die Zentimeter werden dazu geschrieben. Ist A. Leute, wenn wir das auf diese Art immer machen, dann haben wir hier einen riesen Vorteil. Wir können mit ganz großen Formeln umgehen. Gut, noch ein Übungsbeispiel. So, wir wollen jetzt mal Folgendes errechnen, und zwar eine Getränkedose. Ich darf ja gar nicht das Wort Cola sagen, damit ich keine böse Werbung mache. Habe ich nicht gesagt, ne? Ich habe es nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich darf es nicht sagen. Und zwar, da steht dann immer drauf 0,33 Liter. Und wir haben ein Lineal genommen, haben ausgemessen, dass der Durchmesser 6,28 cm sind. Ohne Skizze werden wir jetzt schlecht beraten. Und zwar, Skizze sieht so aus. Nicht so hässlich, wie ich gemalt habe, aber, ach Mensch, ich konnte es auch schon mal besser. So, der Durchmesser, der durchmisst, das heißt, der geht wirklich von Rand zu Rand, sind 6,28 cm und wir wollen die Körperhöhe der Dose ermitteln. Das ist unser mathematisches Problem. Das ist aber als solches kein Problem, denn wir haben hier etwas gegeben, das sieht man gar nicht. Die Kreiszahl Pi ist für unsere Zwecke jetzt 3,14. Ich sag's und schreib's nicht, also sowas. 3,14, da ist die Genauigkeit ausreichend.
Zu der Kreiszahl kommen wir nochmal ganz ausführlich. Die geht ja furchtbar lang weiter, aber die genügt hier vollkommen. Und der Lösungsansatz besteht darin, dass wir jetzt in unserem Tafelwerk nachgucken. Das machen wir jetzt nicht, sondern ich gebe euch mal Folgendes vor. Und zwar a eines Kreises, a Kreis, ist gleich Pi mal r Quadrat. So, und jetzt legt mal los. Jetzt müsst ihr Lösungsstrategien entwickeln. Formeln kombinieren, ein bisschen nachdenken, ein bisschen hin und her kombinieren und fertig. Auf, denn ich mache Pause. Ganz genau, unser Ansatz ist folgender. Wir haben den Durchmesser, der durchmisst, ne? So, aber der Radius, das kommt von Strahlen, das ist ein Strahl, der geht nämlich vom Mittelpunkt aus. Und der ist nur d halbe. Das ist r. R ist gleich d halbe. Also müssen wir Folgendes machen. Wir müssen als ersten Schritt sagen, r ist demzufolge wie viel? 3,14 cm. Ich habe das natürlich in diesem Fall extra mal so gewählt. So, und jetzt weiter nachdenken. Wir dürfen nicht vergessen, V ist Grundfläche mal Körperhöhe. Die Grundfläche ist aber eine Kreisfläche. Mit anderen Worten, wir können diesen Ausdruck, ich mache mal in diesem Fall mal so, diesen Ausdruck können wir stattdessen hier reinschreiben. Dann einsetzen und dann kommen wir weiter. So, demzufolge könnte ich wie folgt schreiben. V ist gleich, und jetzt schreibe ich Pi mal R Quadrat mal K, schreibe ich hin. So, genau, ja, denn dieses habe ich hier eingesetzt, das hellblaue. Das ist es hier. So, und jetzt erfüllen wir die Formel mal mit Leben. Ja, die 0,33 Liter. Ach, herrje. Das übliche Problem. Sollte man weiterhin üben. 0,33 Liter. Ein Liter ist ein Kubikdezimeter. Kann man sagen, das sind 0,33 Kubikdezimeter. Jetzt wären wir aber blöde, wenn wir hier mit Zentimetern schön rumrechnen können, uns mit diesen Kommazahlen abzuquälen. Wir wissen, hoch 3 heißt 3 Stellen, daran kann man das auch ablesen. Das heißt, ich kann das ändern in 330 Kubikzentimeter. Das ist mein V. Und jetzt geht es ja leicht, ne? So, jetzt haben wir eingesetzt. Das ist mein Pi hier. Das sind die 3,14. Die haben ja keine Maßzahl. Und jetzt kommt R Quadrat. R Quadrat heißt R mal R. Also 3,14 cm mal 3,14 cm. Habe ich deswegen extra mal ausgeschrieben. Ich könnte auch geschrieben haben, das sind 3,14 cm in Klammern zum Quadrat. Dann ist aber umständlich, das muss nicht sein. Gut, die Profis, die machen es dann nur noch so später. Aber jetzt geht der ganze Kram los. Was müssen wir machen? Wir müssen entsprechend teilen. Also, wir teilen den ganzen Kram durch. 3,14 hoch 3 Quadratzentimeter. So, wer jetzt einen Taschenrechner sofort nimmt und lostippt, der ist wahnsinnig. Das ist das, was ich immer wieder erlebt habe. Die Schüler tippen sofort los und wissen aber nicht, was passiert ist. Wir machen Folgendes. Wir schreiben diesen Ausdruck erst hin. 330 Kubikzentimeter. Und klären erstmal, ob das alles funktioniert. Geteilt durch 3,14 hoch 3, die ganze Zahl. Ich mache jetzt extra mal die Klammer drum, die braucht man sonst nicht. Und Quadratzentimeter. Und jetzt steht K alleine. Und jetzt können wir uns das genau angucken und können sagen, gut, Achtung, hier raus, gekürzt, wird hier eine 1 und hier wären Zentimeter. Gut, das funktioniert schon mal. Und jetzt muss man Folgendes tippen hier, diese Stelle. Wir in der siebten können das mit der Hochtaste noch nicht so gut, aber wir können Folgendes machen. Wir haben das ja bloß so mit 3,14 hoch 3 geschrieben, damit wir nicht so viel schreiben müssen. Wir müssen jetzt Folgendes tippen. Also, im Taschenrechner sieht das so aus. Wir tippen ein. 330 geteilt durch. Und jetzt entweder Klammer auf, 3,14 mal 3,14 mal 3,14. Oder wer das mit den Klammern nicht mag, sagt, tippt ein, 330 geteilt durch 3,14, nochmal durch 3,14. Das ist jetzt die Tippschrift hier, ne? Und nochmal 3,14. Warum geteilt durch Klammer? Das sieht man hier,
Das ist der Bruchstrich. Der Bruchstrich sagt, alles, was drunter passiert, muss zuerst erledigt werden. Und deswegen müssen die 3 mal 3 mal 3, die zuerst ausgerechnet werden. Ich empfehle in diesem Fall, da ich 3 mal durch 3,14 teilen muss, 330 durch so zu tippen. Jetzt bin ich mal gespannt, was rauskommt. So, jetzt tippen wir das mal in den Taschenrechner ein. 330 geteilt durch 3,14 geteilt durch nochmal 3,14 geteilt durch 3,14 ist gleich. Ach hey. 10,659 reicht aus. Das ist also 10,659. Die Zentimeter können wir abschreiben. Ist gleich K. Jetzt versuchen wir das mal auf die andere Art zu tippen. Das heißt also, ich teile 330 geteilt durch, wo ist denn hier die Klammer? Ach, das ist ein anderer Taschenrechner. Geht hier nicht. Wir haben hier keine. Moment mal. Ansicht. Na. Oh, der kann ja auch Datum. Ich kenne den noch gar nicht so. Das ist ja ein Ding wissenschaftlich. So. Also, wir teilen 330. 330. Geteilt durch Klammern. Klammer auf. 3,14 mal 3,14 mal 3,14. Klammer zu. Jetzt steht es hier oben, ist gleich. Gut, hat geklappt. Jetzt kommt die dritte Variante. 330 geteilt durch 3,14 hoch 3. Jetzt passt mal auf. Hat funktioniert. Es gibt aber Unterschiede bei den Taschenrechnern. Da kann Folgendes passieren, dass man tippt 330. Der Taschenrechner teilt erst durch 3,14 und nimmt dann das Ergebnis hoch 3. Und dann wird es spannend. Dann wird es etwas drastisch. Das ist von Taschenrechner zu Taschenrechner unterschiedlich. Und deswegen empfehle ich vorläufig, mit solchen Sachen noch nicht so sicher umzugehen, wenn man sich da nicht hundertprozentig sicher ist. Nehmt lieber diese Varianten hier. Diese. Vom Tippen her. Im Moment ist die sicherer. Okay. Natürlich, ja, jetzt haben wir hier eine Wahnsinnszahl rausbekommen, ne? Wenn man sich die anguckt, die ist furchtbar lang. Wer soll denn so einen Zylinder bauen? Die Frage ist berechtigt. Nein, die Techniker, die rechnen es sehr genau aus, um dann ein entsprechendes Mittelmaß zu wählen. Es wird keiner sagen, ihr habt mir aber 331 Milliliter Cola reingetan oder Getränk reingetan. Es wird auch keiner meckern, wenn es mal ein Milliliter zu wenig ist. Das fällt nicht ins Gewicht und deswegen werden die sich dann auf ein spezielles Maß einigen. Genauer als das wird keine Maschine eingestellt werden, um eine Getränkedose herzustellen. Wir haben jetzt aber den Taschenrechner gebraucht, weil man ja nicht kürzen kann. Wir sehen es ja auch an der wahnsinnslangen Zahl. Man kann hier nicht kürzen, deswegen brauchen wir in solchen Fällen den Taschenrechner, auch weil es schneller geht. So, noch eine Aufgabe zum Üben. Gegeben ist die Aufgabe eines Sandhaufens. Und zwar, ein Mensch hat sich Sand liefern lassen. Und zwar braucht er meinetwegen 2 Kubikmeter. Und als er nach Hause kam, war der LKW schon da. Und der hat ihm wirklich einen Sandhaufen hingekippt. Der sieht ungefähr so aus, ziemlich kreisrund. Und da der Mensch, da der jetzt so neben dem Sandhaufen steht und... Na, machen wir ein bisschen größer den Mann. So, Arme. Und genau hier über den Sandhaufen guckt, kann er auch sagen, aha, da ich in Augenhöhe genau 1,80 bin, ich bin 1,90 meinetwegen, aber in meiner Augenhöhe, die kenne ich zufälligerweise, sind 1,8 Meter, kann ich sagen, wie hoch ist der Sandhaufen. Und das andere habe ich gemessen, weil auf meinen Gehwegplatten habe ich immer 50 cm lange Platten. Dann habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Platten, also 4,50 Meter hat der Durchmesser. Ich möchte mal wissen, wie viel Volumen haben die mir dann wirklich geliefert? Wie viel Sand habe ich dann bekommen? Also,
gesucht ist folgendes: Das Volumen des Sandes, und das müsste relativ leicht zu ermitteln sein. Wir haben hier eine Vorwärtsaufgabe. Ne? Hier wird nicht ausgerechnet, wie schlimm das alles ist und so weiter oder wie hoch das alles sein soll, welchen Durchmesser. Wir machen es erstmal vorwärts. Wir müssen aber dann denken, V ist ein Drittel Grundfläche mal Körperhöhe. Wir können hier wieder was entnehmen bei kreisrunden Flächen. A Kreis ist Pi mal R Quadrat. A Kreis gleich Pi mal R Quadrat. Ihr wisst noch, dass Pi 3,14 ist. So, das sei die Aufgabe. Und jetzt geht mal bei und rechnet mal ganz schnell aus. Das müsste relativ schnell gehen. Aber Achtung, den Taschenrechner erst nehmen, wenn es soweit ist. Wenn man wirklich alle Einheiten geklärt hat und nur noch mit Zahlen umgehen muss. Okay. Man sieht also, wenn ich sage gegeben, dann muss ich nicht nur immer irgendwelche Symbole und Formelzeichen hinschreiben. Ich kann manchmal auch eine Skizze machen. Wenn ich also eine Textaufgabe lese, kann ich mir auch schnell eine Skizze machen und die entsprechenden Dinge ranschreiben. Ich muss dann bloß eins machen. Was ist denn das hier? Die 1,8 Meter. Das ist K. Und was ist das? Das ist D. Ich gehe aber mit dieser Formel um, also muss ich wieder was machen und so weiter. Ne? Jetzt gilt wieder die Kreisfläche. Hier. Das Ding. Hier einsetzen. Dann haben wir eine Universalformel draus gemacht und dann geht das los. Also, ich mache das jetzt gleich mal. V ist demzufolge ein Drittel mal, und jetzt, Achtung, Pi mal R Quadrat mal K. Jetzt muss ich bloß noch schnell den Radius ermitteln und das sind dann 2,25 Meter, also R ist gleich 2,25 Meter. Und jetzt muss ich alles so weit eintippen, bis ich wirklich dann loslegen kann mit dem Taschenrechner. Nicht, wer jetzt schon anfängt zu tippen, macht fast immer einen Fehler. Also, es geht leicht. Man schreibt, V ist ja gesucht, wir brauchen keinen Regiestrich, kein nichts. Ein Drittel mal 3,14 mal 2,25 Meter mal 2,25 Meter mal 1,8 Meter. Und jetzt gucken wir, jawohl, das haben wir alles entsprechend eingesetzt. Das ist mein R-Quadrat hier, die 3,14, die ein Drittel. Um sich Tipparbeit zu sparen, wer das sieht, der sagt, das heißt ja durch 3. Okay, ich kürze, aber ganz weit rüber und schreibt hier 0,6 hin. Wer das sieht. Wer das nicht sieht, der muss dann ein Drittel mal den ganzen Kram nehmen. Beziehungsweise sagen, ich nehme den ganzen Kram miteinander mal und wenn ich das gemacht habe, dann muss ich noch durch 3 teilen. Ich mache es so gerne, ich gucke mir mal die Einheiten an, Meter mal Meter mal Meter, das sind Kubikmeter, genau darum geht's. Und der Rest ist jetzt Tipparbeit, wir tippen mal ein, wo habe ich meinen Rechner? 3,14 mal 2,25 mal 2,25 mal 0,6 ist gleich 9,53. Aha, 537. 9,537 Kubikmeter. Na, jetzt nehmen wir mal an, der Mann hätte 10 Kubikmeter bestellt, dann würde er natürlich gleich zum Hörer greifen und sagen, lieber Sandlieferant, komm mal noch mal schnell her, einen halben Kubikmeter. Und wenn der Sandlieferant fragt, wie kommst du denn darauf, dann sagt er, na, wenn du nicht rechnen kannst, ich kann's. Gut, bis dann, Fragen? Warum darf man so weit rüberkürzen? Ich kann mir ein Drittel auch wie folgt vorstellen. Ich sage, 1 mal, jetzt kommen die 3,14 mal 2,25, und hier hinten steht mal 1,8 und ein Drittel, ich schreibe mal diese 3 hier vorne hin, die steht eigentlich, naja, unterm Bruchstrich, unter dem ganzen Bruchstrich. Deswegen kann ich hier ruhig kürzen, ne? Daher kommt das. Okay. Noch Fragen? So, Frage geklärt, wieso kann man hier so quer rüber kürzen? Ne? Also ich kann mir dieses ein Drittel als 1 durch 3 vorstellen, daher kommt das. Wenn man das nicht macht, ist nicht schlimm, man muss dann aber durch 3 teilen. So,
Ein Antwortsatz hieße dann, das Volumen des Sandhaufens beträgt und so weiter. Wer jetzt Aufgaben in der Richtung rechnen möchte, der kann grundsätzlich erstmal diese Aufgaben nachvollziehen. Also wieder mit Pausetaste und so weiter. Und wer möchte, kann sich da auch ganz andere Zahlen einsetzen. Und wer es noch schärfer möchte, erfindet selber Aufgaben aus der Natur. Wir hatten gestern das Beispiel Volumen an Steinen. Ich erinnere daran, da sind wir rausgegangen auf eine Baustelle und haben da geguckt. Beziehungsweise man schnappt sich nicht eine Getränkedose, wollte ich sagen, sondern man errechnet mal andere Gegenstände, Wassergläser und so weiter. Kann man alles abmessen, gar kein Problem. Also man geht praktisch an die Sache ran. Man kann natürlich auch Folgendes machen, man sucht sich entsprechende Aufgaben aus dem Buch oder lässt sich Aufgaben von jemand anders geben oder aus dem Internet oder sonst was. Übt solche Dinger und dann klappt es auch mit der Mathematik. An sich ist es einfach, man muss bloß auf diesen Trick kommen, ab und zu mal Formeln ineinander einzusetzen. Ich schließe das Video in diesem Fall ab, wünsche schon mal schönes Wochenende.